Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Spider-Man, wo wir jetzt durch diese Tür gehen werden und gucken, was passiert. Also hindurch. Schön, wir starten direkt in einen Ladebildschirm. Freue ich mich immer drüber. Aktiviere Überwachungstürme, um die Aktivitäten im Viertel anzuzeigen und Verbrechen auf der Karte zu verfolgen. Mach ich gerne. Nächster Tipp. So, mein anderer Job abgeschlossen. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Alles klar. Kurze Frage. Können wir jetzt... Gute Nachrichten gefällig. Die neueste Bugle-Ausgabe stellt Martin Lee und Fies. So schnell kann ich nicht lesen. Okay, Karte ist immer noch nicht aufgedeckt. Wir sehen es bei 3% Spielfortschritt. Social Feed. Spider-Man twittert also auch. 15,3 Millionen Fans. Alter, hätte ich auch gerne auf Twitter. Hashtag Eigenwerbung. Fertigkeiten, wir haben keinen Punkt. Ich weiß immer noch nicht, eigentlich sollte ich 5 Punkte haben. Wo finde ich die denn? Haben wir ein Inventar oder so ein Scheiß? Den Frieden wahren, Chinatown. Captain Watanabe möchte reden, persönlich, was da wohl los ist. Eins, gute Frage. Benchmarks? Was heißt das? Führe 500 mal einen Punktsprung aus. Absolviere einen Wandlauf über 5000 Meter, natürlich. Figuren, Moves-Liste. Komisch. Na gut, dann, Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Was? Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo höre, wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Kommen wir gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweiß Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Drehen wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören! Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Ja, eines schönen Tages. Alter, mittlerweile, wir kommen ganz gut klar. Möchte ich behaupten. Mit der Steuerung. Beim Schwingen. Macht mittlerweile gut Laune. Wenn man weiß wie. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus.
Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Guck mal, hinten fliegt sogar ein Scheiß. Ich seh mir mal den Turm an. Verdammtes Flugzeug. Wie geil ist das denn? So, wir sehen uns mal den Turm an. Entschlüsseln. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Pass dir die Wellenlänge an. Hey, halt. Ach so. Das könnte ungefähr passen. So. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Los! Pass auf, okay? Wie unauffällig. Trainingsanzug und Goldkettchen, das kann nur ein Russen sein. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Gegner mit Nahkampfwaffen blocken die meisten Angriffe ab, sind jedoch anfällig gegen Luftschleuderangriffe, Netze und Wurfobjekte. Nicht alle. Holt ihn euch! Macht ihn alle! Das war's mit dir! Alles klar, jetzt mal fett auf die Fresse. Ich hab ihn erwischt. Du hast gar nichts. Hey, hör auf damit. Was das? Das war's. Verbrechensmarke, mal eins. Okay. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Spider-Corp. Wir haben eine Map. Rette das Opfer. Welches Opfer? Ja, du darfst ja gerne hoch. Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Die sehen ja alle gleich aus. Oh, guck mal, hier ist ein großer Schläger dabei. Lasst mich in Ruhe. Fangen jetzt alle mit solchen Sequenzen an. Fasst mich nicht an. Hilfe, Hilfe. Lasst sie los. Oh Mist, Spider-Man. So, Brecher blocken deine Nahkampfangriffe, setzen Netze und Wurfobjekte ein, um sie verwundbar zu machen. Oh, voll auf die Fresse. Voll auf die Fresse. Heul nicht, wenn ich dir die Knochen breche. Pfund aufs Maul. Fang an zu beten. So. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Hau ab! Oder sie ist tot! Lass mich los! Rette die Geisel, bevor die Zeit abläuft. Benutze L, um das Ziel anzuvisieren und drücke R1.
Okay. Interessant. Boah, das wird... Alter, das, wir werden so hart verkacken hier. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Okay, also, boah, wir werden echt oft sterben. Ich sag nur mal. Wir werden echt hart viel sterben. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Ja, klar. Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Boah, Alter, die Steuerung ist echt tempomäßig. Um in den Bereich zu kommen, das Signal wieder. Okay. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Mhm. Warte. So. Und dann. Warte. So. Was ist das denn? Das Labor. Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Gute Frage, nächste Frage. Meine alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Und jetzt? Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Finde Rucksäcke, um Rucksackmarken zu verdienen, mit denen du bessere Ausrüstung herstellen kannst. Oh Gott. Alles klar. Sind ein paar. Ein paar mehr. Das ist ja schön. Chinatown. Greenwich. Alter, voll nice. Kann man rauszoomen? Ja. Also wir sind in Manhattan unterwegs. Ausschließlich hier drüben werden wir mit Sicherheit nicht wirklich hinkommen. Nice. Apartment. Polizeirevier. Wo ist denn das Labor? Das hätte ich auch gerne auf einmal. Menükarte vom ersten Date. Noch da? Es gibt ein... Warte. Menükarte vom ersten Date. Das heißt, wir können sogar Dinge sammeln. Schön. Und drehen. Fiorito. Kann ich auch zoomen? Nö. Interessant. Fall ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Dann wollen wir mal Verbrechen bekämpfen. So die Kleinen. Dafür sind wir ja da. Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Da! Spider-Man! Knallt ihn ab! Hoa! So.
Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das wird dir leid tun, Spinnenfreak. Mhm, sehe ich total. Na, wer wird denn mal gleich so aggressiv sein? Festgeknotet. Das war's. Schön, können wir ordentlich XP sammeln. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, oh, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops Unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. So. Schön, dass man, dass die zwischendurch Gespräche halten, da muss ich nicht so viel quatschen. So eine flache Welle. So. Und so. Türme enthüllen Sammlerwerk, die Herausforderung und Nebenmission auf der Karte. Und schon wieder ein Levelaufstieg. Neue Stufe 3. Ich bin mal gespannt, wo das Level Cap ist. Nee, neue Stufe 4, Entschuldigung. Plus 5% Schwunggeschwindigkeit. Nicht gut. Nee. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Neuer Anzug wäre gut. Gibt es einen Tag nach... Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Gibt es einen, Tag nach Wechsel? Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Mach ich. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Jo. Ja. Manchmal bleibt man dann doch ein bisschen kleben. Los, mach doch was. Ja. Okay, ich muss mehr durch die Hochhäuser irgendwie durch. Und nicht an diesen kleinen Häusern immer oben drüber. Wir sind dafür viel zu hoch. Man schwingt ja gerne mal in die Höhe. Oder gegen Häuserwänder. Hauswänder. Dauert aber doch recht lange, bis man hier durch ist und dahin, wo man sein will. Aber gut, dann schon wieder ins Labor. Spider-Cop. Wie schnell der Mann sich umziehen kann, ne? Enorm. Der kommt durch die Tür und ist direkt umgezogen. Der ist schneller als Superman. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Mhm. Waren die beiden Monitore vorhin auch schon da? Wir müssen unseren Arbeitsplatz wirklich besser organisieren. Sieht ja aus hier wie Kraut und Rüben. Die Prüfung des Zuschusses war ein Debakel, ja. Aber vielleicht hat sie mich auch inspiriert. Wir müssen die Erwartungen der Kommission nicht nur erfüllen. Wir müssen sie übertreffen. Ehrgeiziger kleiner Professor.
So ungefähr sieht es bei mir hier auch auf in meiner kleinen Aufnahmebude. Nur, dass ich 2 Monitore mehr habe. Weil ich habe 4. Okay, der Herr hat umgeräumt. Da ist was. Unglaublich, wie schnell sich die Prothese entwickelt hat. Ich erinnere mich noch an unseren Prototyp mit Teilen aus einer alten Mikrowelle. Ach, an dem Ding kann ich immer wieder rumschmieren. Ach, der hat wie Feminion in der Hand. Vorhin lacht die da aber noch, als wir den Arm bewegt haben. Ich glaube, das war ein Bug. Ja, hier ist Fressen. Wo war denn? Da war. Ich guck nur mal, wenn wir gerade wieder hier sind, ob es was Neues gibt. Ja, siehst du, machen wir gleich. Hier, zack. Unbekannte Substanzen identifizieren. Was wollte Doc denn damit? Was halten? Was wäre was? Manche Fragmente enthalten subtraktive Linien. Wenn eine subtraktive Linie eine Absorptionslinie überschneidet, heben sie sich gegenseitig auf. Okay. Also die da rein. Und dann. Oder nee. Nee. Nee, nee, warte, 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 warte. Wir müssen. Den. Und dann brauchen wir. Den. So, wir den Schuh raus. So, dann brauchen wir. Der hebt den auf. Da brauchen wir einen über. Das heißt, die müsst da rein und dann muss der da rein. Da muss man tatsächlich mal ein bisschen nachdenken. Ne? Interessant auf jeden Fall. So, und dann brauchen wir. Der hebt den auf. Wir brauchen. Der passt nicht. Der hier könnte passen. Dann brauchen wir den hier, meine ich. Jawohl. Gutes Junge. Gutes Junge. Bin ganz schön schlau. Sehr leitfähig. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Es könnte sich aufspalten. Und dann machen wir die nächsten auch da noch mit, weil 200 Erfahrungspunkte sind 200 Erfahrungspunkte, ne? Nehmen wir alles mit. Müssen wir später nochmal extra. Hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Mhm. Okay. Also wenn wir da 3 haben, müssen wir 3 Felder benutzen. Da hinten haben wir 3 äußere. Das könnte der sein. Der. Und der. So, hier haben wir. Ein 2er und ein 1er. Ja. Der passt schon wieder nicht so ganz. Und hier muss der hin. Dann muss der hier hin. Und dann wird das hier schon wieder ein bisschen schwieriger. Einen müssen wir haben, der sich auflöst. Der geht dann schon mal nicht. Drei nebeneinander. Könnte auch der sein. Der und dann der hier oben. Der passt nämlich auch. Und dann haben wir jetzt noch die über. Das heißt, wir könnten den und den. Macht dann den. Und dann passt eigentlich nur noch der hier rein. Und dann passt auch nur noch der rein. Und dann haben wir es auch schon. Nice. Nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Mm, ich verstehe jedes Wort auf jeden Fall. So, abgeschlossen. Guck mal, das wird wahrscheinlich hier unten immer schwieriger. Gibt es nur 10 Stück? Das ist nicht so viel. So, Elektrofritze. Wo bin ich jetzt? Ich bin hier. So, Elektro war. Ich habe. Ach gut, die Orientierung verloren. Hier war das.
Dann gibt es hier wahrscheinlich auch Neues. Mit Intro heute wieder. Ja, gleich 3 Stück, Alter. Krasser Scheiß. Interessant. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Mhm. Wir müssen dann... Wir können ja nur hier hoch. Dann hier rum. Wobei... Nee, ich glaube, nee, der muss weg. Entschuldigung. Der muss nochmal weg. Dann müssen wir nämlich... Wir müssen hier rum. Dann müssen wir hier rum. Und dann hier. Und dann den. Dann nochmal den. Dann den. Und dann den. So, dann schon raus. Und sehr cool. Klo. Arme bekommen dadurch ein Gespür für ihre Umgebung. Gut für das Körperbewusstsein. Mhm. Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Okay, wir gehen von da aus da rein. Und wir müssen 4 am Ende haben. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle erstmal hier rum. Und zwar nicht mit dem, sondern mit dem. So. Hier haben wir nur einen Geraden. Ist das richtig so? Ja, kann ja nur so rumgehen, ne? Wir müssen auf 4 kommen. Wir haben 1 Zweier und 4 Einer. Und wir haben 4 Punkte. Das heißt, da unten ist minus 1. Das heißt, wir müssen hier auf 5 kommen. 2. Das heißt, wir brauchen 1 Zweier. Und der ist schon mal falsch rum. Hä? Hä? Weil der ist so rum. Dadurch können wir ja nicht. Und so rum kommen wir nicht. Weil dann kommen wir da hinten ja nicht mehr durch, ne? Der kommt von da, davon haben wir aber keinen. Okay, das ist dann doch nicht ganz so einfach. Fangen wir mal hinten an. Weil die gehen alle in dieselbe Richtung. Aber, hä? Wie soll das denn funktionieren, wenn die alle in dieselbe Richtung gehen? Das bringt ja nichts. Wo kann ich den drehen? Ach, den kann ich drehen. Ja, denn Entschuldigung. War ich doof. Merke ich selber. Der war falsch. Und dann nehmen wir den. So. Entschuldigung. So, also was haben wir jetzt gesagt? Wir müssen um 5 kommen. Das heißt, wir müssen 1 Zweier nehmen. Und dann 1, 2 und 3 Einer. So, dann gehen wir jetzt mit dem nach oben. Dann drehen wir den in die Richtung. Dann können wir nur den in die Richtung drehen. Dann müssen wir rum. So. Und dann können wir jetzt rein theoretisch, der muss so bleiben. Das heißt, da müssen wir dann den hinsetzen, so hin und den so. Jetzt haben wir noch 2 Gerade und 2 Dinge. Das heißt, wir könnten jetzt einen nach da und einen nach da, wenn das
geht. So. So und dann den geraden. Ja, läuft doch. Fertig. Jetzt können Träger der Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Doc versucht, den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Was ist denn hier los, Alter? Wir müssen auf 8 Spannungen kommen. Ach du Scheiße. Wo müssen wir denn hin? Da unten. Die sind gelockt. Okay, da kommen wir also nicht dran vorbei. Darum. Okay, wir müssen ganz rum auf jeden Fall. Und auf 8 kommen 4. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind nochmal Plus. Die will ich erstmal außen vor lassen. So, das heißt, wir können mit dem ja erstmal. Ich schmeiß da erstmal irgendeinen rein. Zusammenrechnen können wir dann später immer noch. Wir machen erstmal den Weg fertig. So. Und dann müssen wir um die Ecke. Dann muss hier einer rein. Dann müssen wir wieder um die Ecke. Muss hier einer rein. Hier muss ein Gerader rein. Hier sitzt auch wieder ein Minus drin. Hier wieder ein Gerader. Hier auch ein Gerader. Hier ein Gerader. Hier ein Gerader. Hier einer. Und hier einer. Oh, direkt gewonnen. Mensch. Ohne nachzudenken, einfach gemacht. Ich bin so schlau. Viel effizienter und vermutlich sicherer. Ich sollte Peter Parker sein. So, abgeschlossen. Dann machen wir jetzt, was wir machen wollten. Würde ich mal sagen. Oh, was ist das denn hier? Nur die Dinge zum Angucken. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Läuft. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Junge, wo wir mal gucken, Anzug reparieren. Parker. Dr. Octavius, ich, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. So ein netter Mensch. Ich mag den. Schade, dass das... Nee, Spoiler jetzt mal nicht. Wobei, jeder muss das nicht wissen. Lesen Sie Ihre E-Mails. Ich mag den. Der ist toll. Schön. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Na, mit Sicherheit nicht. Etwas Altes, etwas Neues. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut.
Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Weiße Spinne, Oha, jetzt geht's los. Anzüge. Anzug. Jetzt kannst du deine Marken einsetzen, um den verbesserten Anzug herzustellen. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt ab, um Marken zu verdienen. Halte X gedrückt, um den verbesserten Anzug herzustellen. Welchen jetzt? Den hier? Neues Outfit. Neuer Anzug und Anzugkraft freigeschaltet. Okay. Im Besitz Kampffokus. Die Hybrid-Biom-Membran generiert schnell für kurze Zeit Fokus. Der ist verbessert. Die Herstellung eines neuen Anzugs rüstet automatisch die neue Anzugkraft aus. Okay, freigeschaltet mit verbesserter Anzug im Besitz. Nutze das Anzugkraftmenü, um zu einer beliebigen vorherigen freigeschalteten Anzugkraft zu wechseln. Anzüge können auch mit Anzugmods verbessert werden. Hier kannst du Anzugmods freischalten und ausrüsten. Schließe Nebenmission. Ja. Benutze Marken, um Anzugmods herzustellen. Anzugmods erhöhen deine Vielseitigkeit und verbessern Angriff und Verteidigung. Du kannst 3 Anzugmods gleichzeitig ausrüsten, um Bonuseffekte zu stapeln. Schön, dass ich das nicht selber machen durfte. Danke fürs nur kurz mal anzeigen. Und die Ladebildschirme stören ein bisschen. Ich sag's nur mal. Sorry, bin spät dran. Ich komme. Siehst gut aus, Spidey. Hallo, New York. Neuer Anzug, altes Ich. Alles klar. Okay, was soll ich jetzt tun? Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Gut, darf ich jetzt nochmal bei den Anzügen gucken, bitte? Beziehungsweise, wir gucken da in der nächsten Folge rein. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Spider-Man. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Spider-Man-mechanische Mechaniker. Das ist viel zu lang. Und ich bin raus. Tschüss.